Kolleginnen und Kollegen, wer mir gesagt hatte, dass zu dieser Zeit um 22.24 Uhr so viele Leute zu einem kulturpolitischen Thema noch da wären, wäre ich hellauf beglückt. So viele haben wir noch nicht mal nachmittags um 3 oder um 4 bei solchen Themen. Und deswegen, nachdem Sie mir diese Freude gemacht haben, mache ich Ihnen auch eine Freude und ich halte mich auch relativ kurz. Wir als Kulturpolitiker, das muss man ehrlich gestehen, haben sehr, sehr vieles im Blick. Manchmal haben wir die Kinos nicht so exakt im Fokus und das ist nicht gut so. Kinos, Filmkunstkinos sind bedeutsame Orte, gerade auch im Hinblick auf die Sicherung dieser Spiel- und Kulturorte, auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung zu dritten Orten, müssen wir sie stärker betrachten. Ebenso müssen wir betrachten, dass gerade an diesen Orten häufig kultureller, wertvollere Filme, auch übrigens sehr viele deutsche Filme aufgeführt würden, die sonst nirgendwo zu sehen sind. Und die Kunstkinos machen auch wichtige Arbeit im Bereich der kulturellen Bildung beim Film. Was fordert der Antrag? Worüber sollen und wollen wir uns unterhalten? Diese Kinos haben meistens in der Regel Schwierigkeiten, wenn es darum geht, neue Technik zu beschaffen oder, das haben wir einmal gemacht, die Digitalisierung dort mit eingeführt, aber die neueren Generationen anzufassen. Und sie nehmen nicht so viel Geld ein. Das heißt, sie leben häufig von der Substanz und der Infrastruktur in schlichter Dasein, dass sie eben nicht erneuert wird und irgendwann mal das Dach auch durchrostet. Und es ist häufig auch kein Geld da in der tatsächlichen Vermittlungsarbeit der Filme. Insoweit ist es gut, die Landesregierung gibt Geld für Kultur aus und es wäre noch besser, sie gibt auch Geld noch mehr für die Kinos aus in den vorgegebenen Punkten. Wir haben jetzt ein Bundesprogramm, das ist aufgelegt worden, mit einem Sofortprogramm zunächst erstmal für Städte unter 25.000, danach sollen noch weitere Gelder fließen seitens des Bundes. Hier muss geguckt werden, inwieweit die Kofinanzierung notwendig ist, inwieweit tatsächlich diese Gelder dann auch vollumfänglich abgerufen werden können. Und wir müssen bei uns in Nordrhein-Westfalen schauen, ob die Kinos schlicht und ergreifend auch noch weitere Gelder brauchen. Und wir müssen natürlich auch darauf schauen, dass wir nicht nur die Städte im ländlichen Raum unter 25.000 bedienen, sondern alle. Soweit, wir werden es überweisen in den Ausschuss und dort noch vermutlich umfangreich behandeln. Vielen Dank.